ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute werde ich dich jetzt endlich, nachdem irgendwie mein WLAN rumgespackt hat, mein PC rumgespackt hat und ich natürlich auch privat zu tun hatte, werde ich definitiv die Verlosung auflösen. Und um was für Preise es sich nochmal handelt, zeige ich euch jetzt. Ich habe hier für euch zwei Pakete gepackt und zwar habe ich hier die auch liegen. Zwar Paket 1 und Paket 2. Das hat ja hier einen Highlighter, eine Lidschattenpalette, ein paar Nagelsticker, einen Sleek Lippenstift bei Essence, ein bisschen Removers und einen Counting Star Highlighter. Richtig, richtig schön. Hier ist der Highlighter auch, ein Highlighting Stick, ein Sleek Blush, den es natürlich hier drüben auch gibt, Lipglosse, eine Winter Dreams Eyeshadow Palette in so einer Art Naked 3 Style, Removers und zwei Lippenstifte. Und wer diese gewonnen hat, sage ich euch jetzt. So ihr Lieben, jetzt habt ihr gesehen, was ihr gewinnen könnt. Und die Gewinner sind Silke Fiedler und Lena 36. Ich schreibe die ganzen Namen ganz hier fett hoch. Und zwar sage ich auch Folgendes dazu. Es war sehr schwierig, überhaupt einen Gewinner rauszusuchen. Normalerweise hätte ich niemanden gewinnen lassen sollen, weil die eigentlich niemand die Voraussetzungen gezeigt hat. Es ist einfach so, dass ich halt zumal oft euch suchen muss. Ihr schreibt halt oft zum Beispiel die Insta-Namen nicht drunter. Ich sehe halt auch, dass ihr auf Instagram kaum was liked oder irgendwie nichts drunter schreibt oder so. Wo ich dann denke, schwierig, dann einenjenigen rauszufinden, der praktisch meinen Kanal so supportet, dass ich natürlich was dazu posten möchte. Jetzt habe ich mich einfach dafür entschieden, wirklich zwei gewinnen zu lassen. Das ist einmal die Silke. Und zwar die Silke hat vor einer Woche oder so, da habe ich, glaube ich, das Elf Cosmetics Video, da hat jemand mega ekelhaft drunter geschrieben, so, oh, was ich denn so viel Geld ausgeben würde. Und ja, ich hätte doch nur eine Fresse praktisch, um das zu verarbeiten, das ganze Zeug. Was ich immer denke, was diesejenige oder auch andere Leute hier nichts angeht, was ich ausgebe und was nicht, solange ich hier nicht Sponsorships habe von irgendwelchen Marken, die natürlich mich supporten würden, muss ich einfach sagen, ist es super, super, super schwierig, ja, mir vorzuwerfen, wie ich mein Geld auszugeben habe und wie nicht. Ich glaube, es gibt noch viel krassere Junkies, zum Beispiel NARS Cosmetics. Also NARS ist ja jetzt zum Beispiel zu Douglas gekommen. Da sind natürlich auch einige Sachen in meinem Ding, wo ich mir gerne angucken würde. Habe aber jetzt gerade lately so viele Foundations, wo ich sagen muss, nee, da habe ich jetzt dann doch nicht so einen großen Lust zu. Aber es ist dann einfach schwierig zu sagen, was darf ich ausgeben und was nicht. Weil, wie gesagt, es geht die Leute da draußen nichts an. Ich bin jetzt schon ziemlich öffentlich durch meine ganzen Videos oder so, beziehungsweise erreiche ich ja auch schon mittlerweile ein paar Leute. Und es ist sehr, sehr schwierig. Und die Silke hat wirklich einen sehr coolen Post darunter gemacht. Sie hat mich irgendwo auch verteidigt, was ich so, so süß fand von dir. Sie hat halt unter dem Post, gerade wegen dem vielen Geldausgeben, einfach mal drunter geschrieben, dass praktisch, wenn die Leute mich nicht supporten möchten, dass sie ja praktisch ausschalten können und solche Sachen. Und das ist einfach für mich eine sehr coole Hilfe auch irgendwo, weil ich halt sehe, meine Community ist sehr aktiv. Ich brauche mich nicht begründen oder so. Die Leute wissen ganz genau, dass ich halt wirklich eine enorme Leidenschaft für Make-up und Kosmetik habe. Ich habe jetzt übrigens heute auch voll viele Gesichtsprodukte von der Elf Cosmetics wieder verwendet. Also die Sachen werden bei mir nicht weggeschmissen oder so. Deswegen würde ich euch einfach bitten, seid anständig und schreibt mir nicht so böse Sachen, schreibt auch untereinander kein widerliches Zeug, weil dafür ist dieser Kanal nicht eröffnet worden und ich möchte dem auch gar nicht irgendwelche Plattformen bieten. Und die zweite Mäuschen, die Lena 36, also Lena einfach, sie ist einfach eine Supporterin, die ich mega, mega gern habe, die ist mega süß und sie schreibt doch wirklich mega viel und sie gibt sich auch Mühe bei dem, was sie schreibt. Man merkt halt auch, dass die Videos komplett geguckt werden und nicht nur ein Teil davon. Und deswegen möchte ich halt das supporten. Schreibt mir einfach, ich weiß, dass die Silke hat, glaube ich, auch bei Instagram jetzt einen Account. Schreibt mir einfach über Instagram eine PM, also schreibt mir einfach eine Personal Message. Und damit ich praktisch eure Adressen habe, damit ich euch die Sachen zukommen lassen kann. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe. Ich denke erst nächste Woche, weil ich habe diese Woche noch relativ viel Arbeit und muss relativ viel drehen. Das heißt, ich komme kaum zur Postfiliale, ihr Süßen. Sollte ich es schaffen, freut euch. Wenn nicht, verzeiht mir. Ansonsten schicke ich erst nächste Woche weg. Und dieses Video war kurz und knackig und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Seid überhaupt nicht beleidigt, aber bleibt einfach Abonnent meines Kanales. Es wird bald die 1000 Abonnenten eine Verlosung geben. Und da gibt es halt BH Cosmetics, Paletten, Pinselsets und so weiter, wo ich so ein bisschen was jetzt eingekauft habe im Sale. Weil ich einfach gesagt habe, diese Sachen habe ich. Also zum Beispiel, es wird ein Ashley Tisdale Set richtig, richtig schönes geben.
Und ich hoffe, dass ihr euch da wahnsinnig freut. Supportet weiter meinen Kanal. Ich denke, dass wir hier was echt Cooles draus machen können. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, meine Lieben.